Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, Aufgaben aufgrund eigener Fähigkeiten bewältigen zu können. Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit betrachten schwierige Aufgaben als Herausforderung. Sie packen diese mit einer positiven Einstellung und viel Ausdauer an. Die Selbstwirksamkeit ist zentral für die körperliche und psychische Gesundheit. Sie hilft, neue Verhaltensweisen umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Albert Bandura ist der Begründer der sozialkognitiven Theorie. Er definiert 4 Faktoren, wie die Selbstwirksamkeit gestärkt werden kann, nämlich durch Erfolgserlebnisse, stellvertretende Erfahrung, verbale Überzeugung sowie körperliche und emotionale Empfindungen. Was bedeuten sie konkret? Ein Erfolgserlebnis ist die Erfahrung, eine Herausforderung durch eigene Anstrengungen und Fähigkeiten erfolgreich gemeistert zu haben. Erfolgserlebnisse fördern die Selbstwirksamkeit am stärksten. Stellvertretende Erfahrung ist die Beobachtung, wie eine andere Person eine Aufgabe erfolgreich ausführt. Durch das Beobachten traue ich mich eher, die Aufgabe selbst anzupacken. Vor allem dann, wenn die Person mir ähnlich ist. Verbale Überzeugung bedeutet, von einer Person ermutigt zu werden, eine Aufgabe zu bewältigen. Dies vermittelt, dass andere Personen einem die Ausführung einer Aufgabe zutrauen und stärkt so die Selbstwirksamkeit. Positive körperliche und emotionale Empfindungen stärken die Selbstwirksamkeit. Wenn wir uns zum Beispiel müde oder niedergeschlagen fühlen, vertrauen wir weniger in unsere Fähigkeiten. Fühlen wir uns fit und aufgeweckt, trauen wir uns mehr zu. Es lohnt sich, die Selbstwirksamkeit in Projekten zur Gesundheitsförderung gezielt zu stärken. Wie die Selbstwirksamkeit in verschiedenen Altersgruppen gestärkt werden kann, zeigen unsere zielgruppenspezifischen Filme.